Hallo. Guten Abend. Liebe Damen und liebe Herren, liebe Menschen jenseits solcher Kategorien, liebe Anderweitige und Außerirdische, herzlich willkommen hier im Friedrichsbau und herzlich willkommen zu Burlesque Affairs! Zeremonie heute Nacht und ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, führe Sie ein und in und durch die Welt der Sinnlichkeit, der Verführung, ja des Burlesque. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, wir möchten heute Nacht ein kleines bisschen mit Ihnen allen spielen und laden Sie daher ein kleines bisschen mit sich spielen zu lassen. Ja, in der Tat möchten wir Sie verführen, verwirren, inspirieren und durchaus stimulieren. Darf ich kurz fragen, wer von Ihnen ist denn zum ersten Mal bei einer Burlesque-Veranstaltung anwesend? Vielleicht ein kurzes Handzeichen, aber nur, dass wir wissen. Wow, das sind einige, das ist schön. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie sich darauf einlassen. Und ich garantiere Ihnen bleibende Erinnerungen. Kurz dagegen gefragt, wer von Ihnen war denn hingegen schon mal in einem Striptease-Lokal? Auch hier kurzes Handzeichen. Ja, waren das wirklich alle? Naja, da möchte ich ganz kurz erklären, worauf es hier beim Burlesque ankommt. Beim Burlesque und hier heute Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es anstatt nur um nackte Haut, die gibt es selbstverständlich auch, aber anstatt nur um nackte Haut geht es um viel mehr, es geht nämlich um Sie, um Ihre Fantasie, um die Bilder in Ihrem Kopf. Wichtig ist zu wissen, dies ist kein Abend, den wir für Sie produzieren. No, 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 no. Dies ist vielmehr ein Abend, den wir alle gemeinsam erleben werden. Und das bedeutet, wenn Sie gleich etwas auf dieser Bühne sehen, das Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, etwas, das Ihren Puls in die Höhe schnellen lässt, oder etwas, das Ihnen ein Kribbeln in der Leistengegend verursacht, dann verleihen Sie Ihrem Gefühl bitte unbedingt Ausdruck. Halten Sie sich hier nicht zurück. Öffnen Sie Ihre Herzen und öffnen Sie Ihre Hosen. Werden Sie Teil der heutigen Veranstaltung. Wenn Sie also gleich etwas sehen, das Ihnen gefällt, dann klatschen Sie, kreischen Sie, jubeln Sie, werfen Sie die Gläser an die Wand. Da gibt es keinen Pfand drauf. Lassen Sie sich ein bisschen gehen. Lassen Sie ein bisschen einen fahren. Ganz gleich, was es ist. Aber wir möchten Sie spüren. Also, wertes Publikum, wie reagieren Sie also gleich, wenn ein bisschen Haut zum Vorschein kommt? Sehr nett, vielen Dank. Sehr höflich. Aber das meinte ich nicht mit lassen Sie sich ein bisschen gehen. Wir brauchen Sie, meine Damen und Herren. Klatschen Sie, kreischen Sie, jubeln Sie. Ein gut tut alles Brunzen aus der Kehle, wenn Ihnen danach ist. Stampfen Sie mit den Füßen auf, lassen Sie was zu Bruch gehen. Aber wir brauchen ein bisschen mehr. Und wir beginnen mit ein bisschen mehr Atmosphäre.